Hallo liebe Freunde und willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei Star Wars Battlefront. Outer Rim ist wieder verfügbar. Warum auch immer das deaktiviert war. Ich habe mal geguckt, es gab kein Update. Kein Plan, war wohl einfach mal kurz offline. Jetzt kann man es wieder spielen. Deswegen nehmen wir das jetzt auch gleich. Eine neue tägliche Herausforderung habe ich gerade nicht erhalten. Ich weiß nicht warum. Aus mir unbekannten Gründen blieb mir die verborgen. Ja, was spielen wir denn? Oh, eine Runde Transport. Sehr geil. Das macht hier eigentlich auf der Map immer, beziehungsweise in diesem DLC eigentlich immer am meisten Spaß. Pipelines. So, schauen wir mal, auf welcher Seite wir sind. Das ist natürlich immer noch das einzige Interessante hier bei Transport. Für alle, die es nicht kennen, Einheiten der Rebellen haben einen der gefährlichsten Orte des Outer Rim betreten, um einen wertvollen Rohstofftransport zu bergen und in der erlaubten Zeit zu ihrem Frachtschiff zurückbringen. Blablabla. Gleichzeitig versucht das Imperium mit aller Macht zu verhindern, dass die Rebellen den Start. Gut. Ich habe es auch schon die Füte 100 mal vorgelesen. Wer es nicht kennt, guckt einfach die alten Folgen. Danke. Gut. Oh, wir haben schon den... Halt. Wir müssen es verteidigen. Okay. Also wir müssen es stoppen. Wir haben auch schon einen Checkpoint geschafft, wo wir nicht da waren. Das, ne? Später wird das reported. Da gibt es eine Abmahnung. Da hat irgendwer nicht richtig gearbeitet, hat seine Arbeit vernachlässigt. So nicht. So. Der Transport hat sich in Bewegung gesetzt. Ja, ja, sollen sie kommen. Formiert euch neu und bringt diese Ressourcen unter Kontrolle. Dieser Kopfgeldjäger ist hier. Fett. Er wird uns helfen. Der Kopfgeldjäger ist hier. Fett. Oh, what? Impulskanone, okay, Freund. Wenn er so kämpfen möchte, können wir auch so kämpfen. Wie du möchtest. So, wollen wir erstmal gehen hoch? Ja. Ja, da hoch, ganz easy. Das geht sehr einfach, wie man gesehen hat. Steigen wir uns hier mal so ein bisschen. Ich wollte da gar nicht hoch. Achso, die müssen da lang. Ich dachte, die kommen hierher. Die müssen weg von hier. Muss erstmal einer wissen. Sind sie nicht. Die sind kacke. Hashtag. Kappa. Wo sind denn das einer? Was? Oh, der hat ein Schutzschild. Feige Hund. Aufpassen. Rebellen in Sicht. Wo denn? Da macht die Alte kalt. Ich meine, tötet den Charakter da. Der hat eine Waffe. Deswegen ist es nur Notwehr. Geh weg. Diese Prinzessin hat uns eine Menge Schwierigkeiten gemacht. Jetzt ist sie tot. Ist sie tot? Weiß es gerade nicht. Hat sie aber so angehört. Mach den kalt. Ist er tot? Rebellen auf 12 Uhr. Wo denn? Ich weiß nicht, wo ist denn 12? Oh, da kann man reingehen. Wow. Okay, da kann man anscheinend auch rauskommen. Irgendwer hat da gerade richtig viel Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was das war. Eine Granate oder so eine Raketenwerfer? Schreib mich noch einmal so an. Dann geh ich nach Hause. Jo. Wow, was ist knapp. Haha. Komm mal weg. Oh, geh aus dem Weg. Wie ich sowas immer mag, wenn einer direkt vor einen rennt, wenn man dann mit einer Waffe steht und auf irgendwas zielt. Oh, der zielt. Nee, der zielt bestimmt nicht. Der steht bloß da. Kann ich ja langlaufen, ne? So, ja. Nice. Weitester Sprung in diesem Spiel überhaupt. Ist das ein Gegner? Oh, nein.
Der hat sich extra viel Zeit gelassen für uns. Mit seinem Scharfschützengewehr da. So, Jetpack noch nicht bereit. In den Fuß, immer in den Fuß schießen, Freunde. Macht am meisten Schaden. Ich denke mal, es ist aber bekannt. Das ist ja nichts für Anfänger, ne? Immer in den Fuß schießen. Was erzählt der hier eigentlich schon wieder? So, ich weiß gerade nicht. Wie kommen wir hier von überall? Mal sind welche da auf der Karte, mal sind da welche auf der Karte. Da ist einer. Damit das nicht gerechnet, ne? Schwuler Hund. Ach, jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Es tut mir leid. Ja, ja, bin dabei. Nein! Der war mit zu, ne? Hat er jetzt schon wieder ange... Ah, komm, hör doch auf. Ne, der steht. Okay, jetzt fährt er wieder. Wow, nicht schlecht, mein Homie Boy. Aber dich habe ich gekriegt. Der hat bestimmt gedacht, ich habe einen Warhack. So krass. Geil, wie der tot gerade war. Oh, springt Rinder. Der Feind ist in der Überzahl. Niemand ist in der Überzahl. Wir sind in der Überzahl. Wir sind überbezahlt. Steht er? Ausgezeichnet. Sorgt dafür, dass der Transport. Okay, noch 1 Minute 14. Es ist zwar nicht mehr weit, was sie noch schaffen müssen, aber. Wow! Nein! Aber wo kommt die denn her? Sunleech. Alles klar. Heißt es nicht ausgeblichen? Sie heißt ausgeblichen. Nice. Schöner Name doch, echt. Wow. Ich glaube, der hat explosiven Schuss, okay. Ich wollte gerade sagen, wo kam denn der Schaden bitte? Ey, komm, nur noch ein paar Sekunden, wir müssen ihn nur noch mal kurz aufhalten und noch einmal stoppen. Los! Stoppt ihn! Okay. Moment bitte. Moment. Moment. Halt. Mich wird geschossen. Mich wird geschossen. Hilfe. Oh nein, sie haben es geschafft. Bin dabei. Und er steht. Ihr Transport steht. Haltet die Rebellen von ihm fern. Ja, ja, was denkst du, was wir hier machen? Oh, der ist natürlich gut getarnt, Alter. Den können wir auf uns verlassen. Überlegt der Feind aber voraus. Die Rebellen haben den gestohlenen Transport wieder unter Kontrolle gebracht. Haltet sie auf! Sofort! Bin noch dabei. Der Imperator hat geruht zu erscheinen. Okay. Ich habe alles im Griff, Freunde, ich habe alles im Griff. Das sieht echt gut aus. Zumindest, also für uns. Für den saß ich. Oh, wow, hallo. 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 Kriege ich jetzt mal einen Behindertenausweis für meine Parkplätze? Immer auf die Beine, immer auf die Beine. Obwohl das schon mal fast die Hüfte war. Tschüss. Ach, komm. Country Barrel. Alles klar, Barrel. Deinen Namen habe ich mir gemerkt. Bringt ihn wieder unter Kontrolle. Schnell. Das ist der nächste. Auf meiner Blacklist. Wie ich sie jetzt einfach mal nenne. 3 Minuten 45. In der Region hier sind Rebellen. Ach. Sag mal, wo kommen die denn her? Die hat ja gar keiner bemerkt, bevor du das gesagt hast. Nein! Oh, oh, ich dachte, ich sterbe. Ist wieder in Bewegung. Wir müssen ihn mit allen Mitteln stoppen. Wo ist er denn? Halt die Augen nach Rebellen offen.
Ja, ja. Genau das tun wir hier schon seit einer halben Ewigkeit. Nein. Oh, wo kommt die denn, Alter? Wo ist denn der Typ mit dem schwarzen Skin, der da vorhin stand? Mann, ey, ich hab mich so auf den verlassen. Okay, wir haben noch 2 Minuten 35. Beziehungsweise die haben noch 2 Minuten 35. Wir haben alle Zeit der Welt. Die Rebellen machen Fortschritte. Sie dürfen den Exfiltrationspunkt nicht erreichen. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Oh, fuck, ey. Das war doch mal eine Killing-Serie, Alter. 6 Stücke in Folge oder so waren das. Hab nicht mitgezählt. Aber ich hab so das Gefühl, dass es 6. 6 ist eine gute Zahl. Also, wenn die uns nicht hätten... Ja, ich will mich jetzt nicht zu stark loben. Ich glaube, ohne uns hätten die schon lange gewonnen. Aber wir sind einfach so OP. Granate-Scheiße geworfen. Deswegen der jetzt natürlich. Halt den an. Gut. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht, junger Padawan. Nein! Oh, ich hätte schießen sollen. Warum schieße ich nicht? Marvel? Ist das der Bruder von Marvel? Oh Gott, ich weiß, der war schlecht. Ich sehe es ein, der war schlecht. Okay. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Und wir haben ihn immer noch unter Kontrolle. Deswegen bin ich da eigentlich gerade ziemlich optimistisch, was das angeht. Feindliche Einheiten in der Zone. Oh. Das ist inakzeptabel. Bringt diesen Transport zum Stehen. Jo, ich treibe das mal alle weg, okay? Da ist jemand. Bam! So, kommt doch. Kommt doch, ihr Pussy, da hinten ist einer. Okay, ja, verloren. Das schaffen sie nicht. Meinetwegen können sie ihn in Bewegung setzen. Aber das Ding ist durch. Ein Kill schenken wir denen auch nicht mehr. Vielleicht kommen wir aber noch. Ist auf einer sicheren Position. Ein oder zwei wegholen. Das wäre auch ganz cool. Wollen die mal kaputt machen? Oh! Gott, war der schlecht. Wo denn? Ja, ja, mach doch was er will, Junge. Warte mal, will ich meine Granate wieder ab? 3, 2, 1. Wir müssen diesen Transport um jeden Preis stoppen. Ja, ja, bin dabei. Und Sieg, passend auf die 0. Sekunde. Nice, das war ein cooles Match. Wollen wir noch eins machen? Ja. Ja, komm. Eins geht noch. Das macht gerade Spaß. Wenn es jetzt nicht zu lange lädt. Natürlich. Natürlich. So, Rang 22. Oh, wir sind aufgestiegen. Okay, cool. Cool, cool, cool. Alter, Alter, warum haben wir denn so viele Sachen bekommen? 869 Credits. Alter Finne. Coole Sache das. Coole Sache das. 2011. Ich dachte, wir standen besser. Also nicht, dass das jetzt schlecht ist, aber ich dachte, wir standen besser. Und noch eine Runde Fracht. Auch ganz cool. Kriegen wir hin. Spielen wir noch eine Runde Fracht, Freunde. Und dann. Ich finde den Palast sehr geil, weil ich bin, leidenschaftlicher Shisha-Liebhaber. Also Shisha-Raucher. Nicht Liebhaber, also ich habe keine Liebe zu einer Shisha. Ich mache keine Liebe mit einer Shisha. So, ich glaube, es wird gerade nicht besser. Und hier in diesem Palast, ne? Ist ja, hier stehen ja so die ein oder andere Wasserpfeife stehen ja hier rum. Deswegen ist das ganz cool. Verteidigen, holen. Okay, wir müssen da lang. Ey, Hugo. Hugo. Ey, da lang. Da lang, Hugo. Hugo, ab! Lauf! Los! Lauf! Okay. So, Hugo hört auf mich. Hugo ist mein Schoßhund.
Hugo macht das, was ich ihm sage. Zumindest soll er das. Wer auch immer das war nicht Hugo, der hört nämlich nicht auf mich. Er läuft nur noch vor der Linse rum. So, Nummer 2. Wo ist die Fracht eigentlich? Feind erfasst mich nie im Leben. Wie kann er? Ah, da hinten. So, Geschütz ist kaputt. Ja, verdammt. Ich bin schon gut reingekommen, würde ich behaupten. Vor allem wieder einfach nur da oben hockt und die ganze Zeit abcampt und sniped. Feige Hund. Aber nicht mit uns. Ihr habt gesehen, auch diese Leute holen wir uns. Wir gehen einfach nochmal den gleichen Weg. Das war gar nicht so schlecht. Okay, das Problem ist, jetzt sind sie gewarnt. Da ist einer. Okay, der ist down. Nein, das wollte ich nicht. Nein, oh, wie konnte der mich noch holen? Bam. Okay, vielleicht was mit ein bisschen mehr Schaden. Alter. Ja. Ja, die Feuerrate ist halt... Naja, komm. Wir probieren's, Freunde. Jetzt geht's einmal richtig rund hier. Jetzt voll ins Gesicht. Haha. Junge, da musst du euch die ganze Halle fliehen. Aber keine Shisha kaputt machen. Dann rast dich aus. Ach, den habe ich nicht gesehen. G-Trider. Sag mal, campen die hier nur? Verstehen die das Spiel nicht? Das ist natürlich eine doofe Map. Hier kann man natürlich richtig geil abhimmeln da hinten. Und warten, bis der Gegner kommt. Okay. Guck mal, steht er da immer noch? Ah, der bleibt da. Echt? Wie kann man denn. Nee. Komm. Reportet den. Meldet den einfach, der muss gebannt werden oder mindestens bestraft werden fürs Campen. Das ist ja widerlich. Wow! Da oben steht ein Geschütz. Das ist natürlich nicht schlecht platziert. Das muss man ihm lassen. Aber jetzt wollen wir wissen, dass das da steht. Ich muss natürlich kaputt machen. Mal kurz gucken, wo das war. Was da oben? Ich glaube, da war das. Das ist schon kaputt. Hat jemand eine Rauchgranate? Ich glaube, die wäre jetzt nicht so. Jetzt nicht so unnützlich. Nein! Oh. Okay. Okay, ist okay. Wenn du es so möchtest, dann kriegst du es so. Ja. Onatitio. So. Kamikaze! Nicht mit mir. Fuck, der war fast so. Komm jetzt hier rein. Jetzt auch mal rein. Hä, wie soll man denn hier eine Fracht bekommen? Man muss ja voll in ihre Basis rein. Die Waffe ist auch kacke. Ich hätte die gerade tauschen sollen. Kann man sich hier unsichtbar machen? Nee. Okay, vielleicht ist es nicht so kacke. Oh, es gibt bessere. Machen wir es mal so. Muss ich mich heilen? Da hinten sind welche. Lass mal einfach durchlaufen. Das war lustig. Hä, wo? Okay, ne, ich nehme eine andere Waffe, die ist kacke.
Irgendeine coole Feuerrate und hohen Schaden. Sag mal, ja, das ist die eigentlich vielleicht nicht schlecht. Probieren wir es mal. Die E11. Wechselgranate! Oh, das war doch unser Hugo. Ach, Hugo, Mensch. Hör doch mal. Hör auf die Mutti. So, noch lauter piepen. Jo, 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 jo. Halt auch eine Granate. Ach, das muss eine Giftgranate. Noch eine Giftgranate. Nicht, Junge! Nicht! Das ist in der Hand der Sturmtruppen. Okay. Wie haben die das geschafft? Unsere Fracht ist gesichert. Alles klar. Und wir leben wieder. Just alive. Wie kam das denn jetzt hier dazu, dass das hier hinten so eskaliert? Los, wir müssen rüber. Wir müssen uns irgendwie mal einen Weg nach drüben bahnen. Was anscheinend nicht so einfach wird. Sah mir cool aus, so Schießerei ist vorbei und auf einmal kommt er so um die Ecke, der eigentlich gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte und knallt uns ab. Wie soll man gleich 4 Granaten werfen, ey? Lappen. So, ihr macht das schon, Jungs? I trust in you. Da ist einer. Bist du tot, ja. Los, los, los! Das Problem ist, selbst wenn man so eine Granate bekommt, schafft man es einfach nicht mehr hier zurückzulaufen. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Mitte. Nein! Wir gehen nicht durch die Mitte. Weil da ist wieder der Camper. Hat sich einen neuen Posten gesucht. Man sieht hier gar nichts mit dem Scheißding. Das dahingestellt. Nee, das steht auch kacke. Wo ist eigentlich unsere Fracht? Er hat doch gerade irgendwas Rotes geleuchtet. Das ist doch immer bei unserer Fracht. Ah, der Sender ist üblich, ne? Spielt auch wieder mit. Okay, ist jetzt hier wieder alles safe? Imperialen Truppen haben die Fracht. Okay, ist es nicht safe? Böse. Kommen die jetzt hier lang? Mach einen Galt! Nice. Die Fracht zurückgebracht. Easy. Wir haben sie. Komm, 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 komm hier lang. Komm hier lang. Junge, komm doch hier lang. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Nein, wir haben sie nicht. Mann. Wir sind doch Deutsche. Halt doch mal zusammen. Arschloch. Entschuldige. Verdammt. Oh, warum sind jetzt so viele bei uns in der Base? 3, 2, achso, das Spiel ist vorbei, okay. Na gut. Das war ein sehr, sehr faires Unentschieden. Es ist mega schwer. Wir waren so knapp davor. Wenn die Jungs nur aufgepasst hätten, hätten uns geholfen.
dass wir da durchkommen. Oder beziehungsweise der eine hätte gar nicht erst probiert, da rumzuschießen, sondern wäre einfach weitergelaufen und ich wäre ihm entgegengekommen und wir hätten dann zusammen und. Hätte, wenn und aber, war nicht. War nur unentschieden. War ein sehr, sehr geiles Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Und danke nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.